Ja, ich habe euch im letzten Video schon gezeigt, dass ich jetzt im Anschluss noch diese Schächtelchen hier machen möchte. Und zwar habe ich dafür, das war mein Prototyp, also sprich meine erste Box, die ich so gebastelt habe und habe halt dann geguckt, welche Maße das sind. Und letztendlich kamen dann diese Schnittmuster heraus. Das heißt, ich habe hierfür eine SVG-Datei für euch erstellt, damit ihr diese einfach und sehr schnell nachbasteln könnt. Also das ist halt wirklich so easy, wenn du den Plotter hast, weil du kannst dann schneiden und falzen lassen den Plotter und du kannst dich halt währenddessen schon mal ranmachen und die Boxen zusammensetzen bzw. falten. Also die Box ist eigentlich machbar ohne Kleber, nur natürlich brauchst du hier, um die Hülle einmal festzukleben, einen Kleber. Das ist aber der einzige Part und ich finde das schon sehr einfach, weil dieses, also wenn du eine normale Schachtel nimmst, dann hast du hier diese Klebelaschen, biegst die hin und dann musst du ja erstmal ewig lang halten und so weiter, bis das dann angezogen hat, der Kleber, oder du verrutscht oder das ist dann nicht richtig zusammengeklebt. Kann alles passieren, ist ganz normal, wenn man dann vor allem mehrere machen möchte. Oder du hast dann teilweise den Kleber an die Finger oder sonst was, wenn das dann halt so ein bisschen rausquillt. Weil hier kannst du schlecht mit so Klebe, also wenn es halt gerade so klein ist, arbeite ich lieber mit Flüssigklebe anstatt mit so Mäusen oder halt Tape. Genau, und dann passiert es halt einfach, dass das dann rausquaddelt. Und ich fand es halt einfach so toll, dass du das so schön einfach auch ohne Kleber herstellen kannst oder zusammenstecken kannst. Da habe ich ja schon eine Box. Da habe ich jetzt was drin. Ich hoffe, sie sieht es nicht. Weil da habe ich jetzt mal diesen Anhänger rein. Und die kannst du halt auch ohne Kleben einfach so zusammenstecken. Die geht jetzt wirklich 100% ohne Kleben, außer dein Designpapier. Wenn du es jetzt noch beschmücken möchtest, wenn du direkt Designpapier nimmst für die Box, dann brauchst du das natürlich nicht. Aber da hast du halt diese Auflagen noch dabei. Das geht auf jeden Fall. Genau. Und das ist halt dann wirklich sehr schnell zusammengeschustert. Und ja, während der schneidet und falzt, kannst du halt dann deine Boxen machen. Und was ich halt richtig cool finde, ist, du kannst die, das ist jetzt natürlich für diese Riegel. Und zwar gibt es die immer wieder mal von Riegelein Konfesserie. Die gibt es auch schon zu Weihnachten. Ich glaube, die gab es auch zu Ostern oder sonstigen Anlässen. Jetzt halt auch für Halloween. Und ich glaube, es gibt bestimmt noch andere Riegel oder so, die du dafür verwenden kannst. Und in der Datei kannst du die Schachtel ja dann auch entweder größer oder kleiner ziehen. Sie bleibt halt in dem länglichen Format, aber letztendlich bist du dann auch nicht 100% dran gebunden, das jetzt so in dieser Größe zu machen. Und zwar hast du halt dann hier diese Box und die hat halt dann innen nochmal so einen, also eine Einlage, ne, damit es halt einfach nochmal schöner ausschaut. Du kannst es als Unipapier nehmen, aber natürlich auch nochmal als Designpapier, dass es nochmal so ein bisschen bunter ist, wenn man das aufmacht. Hier hast du dann nochmal so eine Ziellasche, weil das dann wirklich einfacher ist. Ich habe es dann auch ohne gemacht. Ja, aber das, ja, man kann natürlich jetzt hergehen und von unten, ne, schieben. Oder du drehst es um, sodass du dann die Griffmulde hinten hast. Wobei, dann macht es nicht mehr viel Sinn, weil dann kommst du ja nicht rein, finde ich. Also das kannst du dann entscheiden, wie du möchtest. Ich finde es halt so ganz passend. Ich hatte vorher ein bisschen größer, das war dann ein bisschen zu too much. Aber mit dieser Größe jetzt, mit dem kleineren Ausschnitt, passt es wunderbar. Dann hast du eben auch noch, ja, du kannst es ja dann schmücken, wie du willst. Also so kommt es. Du hast dann hier jetzt noch diesen Ausschnitt. Aber so ist dann deine Box. Entweder du machst es dann direkt mit Designpapier oder du beklebst es dann. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das Uni zu halten und dann dafür mit Designpapier zu schmücken und mit Stempel abdrücken. Ich habe mir das jetzt hier auch, ich habe dann gleich mehr gemacht, weil ich habe das mit meinem Scan & Cut Brother Plotter dann ausschneiden lassen und das ist natürlich sehr hilfreich, weil gerade solche kleinen Sachen, da habe ich überhaupt keine Geduld dafür, auch wenn es größere sind, also ausschneiden von solchen Sachen kann ich, also da bin ich dann schon wieder zu perfektionistisch, allerdings aber auch zu ungeduldig. Das heißt, ich schneide dann und kann aber nicht
den Abstand, also diesen weißen Abstand zum Rand, so genau halten, dass das dann schön ausschaut. Und dann bin ich zu perfektionistisch, dass es mich dann so stört, dass ich das dann schon nicht mehr verwenden will. Meistens tue ich es natürlich, weil es schade drum ist, aber es nervt mich dann einfach. Und der Plotter kann das natürlich sehr schön machen. Man muss halt nur drauf gucken, dass die Formen geschlossen sind. Ich hatte zum Beispiel von diesem Geist einen Abdruck, der fehlgeschlagen ist. Und da hat man halt dann gleich gesehen, dass der dann nach innen gewandert ist und an der Linie entlang, weil die Form dann nicht geschlossen war. Also entweder du machst dir manuell dann noch eine Linie mit dem Bleistift zum Beispiel drumherum, die er dann erkennen kann, weil die schon relativ kräftig sein muss. Und setzt es dann zum Beispiel nach innen, damit der Rahmen dann, oder dass dieser Strich dann nicht mehr sichtbar ist, sozusagen, dass du dann einen größeren Abstand lässt. Aber dann ist es ja auch wieder so, dass der Abstand dazu nicht mehr regelmäßig ist. Es gibt aber noch mal einen Trick. Das ist mir nämlich jetzt gerade in der Sekunde eingefallen, wo ich es gesagt habe. Wo ist denn jetzt mein anderer Bleistift? Und zwar kannst du dir einfach zwei Bleistifte nehmen, die mit einem Gummi hier festmachen, oder du hältst es und mit einem Stift gehst du die Linien lang und mit dem anderen, der zeichnet dann den Rahmen sozusagen. Ja, ist halt dann wieder so eine Sache, da muss man halt dann wieder sehr genau sein, wobei ich sagen muss, da habe ich persönlich nicht die Geduld dafür. Von daher bin ich schon ganz froh, dass ich den Plotter habe und auch behalten habe, denn ich habe mir den Cricut ja dann gekauft, weil der noch mal ein bisschen mehr kann, beziehungsweise noch mal ein bisschen genauer ist. Und ja, von der Software, ja, könnte sie besser sein, wobei es momentan ein bisschen Probleme gibt mit der Schnitteinstellung, die wohl mehrere haben. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Dann wollte ich den eigentlich schon hergeben, weil ich mir gedacht habe, zwei Geräte brauche ich nicht. Aber ich bin froh, dass ich ihn jetzt doch noch behalten habe, gerade so für solche Sachen oder wenn ich jetzt nicht unbedingt am PC arbeiten möchte, weil den kannst du auch verwenden ohne PC. Das heißt, du hast da bestimmte Schnittvorlagen schon mal drin, sei es eine Blume, ein Stern, Herz oder sonstiges und kannst dann eben auch mal schnell was plotten oder schneiden lassen. So, jetzt reden wir wieder lang um den heißen Brei. Wir fangen jetzt mal ganz schnell an. Also so schaut es dann aus, wenn du das vom Plotter geschnitten hast. Wir wollen das jetzt aber natürlich auch nochmal manuell machen. Dafür möchte ich jetzt mit dir das Ganze einmal schneiden und falzen und die Maße einmal kurz besprechen. Ich werde es jetzt nicht großartig aufschreiben. Wie gesagt, der Vorteil hierbei ist halt, wenn du den Plotter hast, dann die Datei zu kaufen über meinen Etsy-Shop. Da kann ich dir den Link auch gerne einmal unten verlinken, weil dann hast du natürlich eine ganz schnelle Sache. Dann kannst du dein 30 auf 30 oder 30 auf 60 Matte nehmen, packst da dein Papier drauf, lässt ein paar Stück schneiden und falzen und in der Zwischenzeit kannst du dich an die Deko machen, ans Zusammensetzen machen. Also das ist schon eine sehr große Zeitersparnis. Vor allen Dingen halt dann das Geschnibbel, ne? Du kannst ja jetzt nicht nur rechteckig schneiden und falzen, sondern du musst dann das hier schneiden und hier rausschneiden und daraus schneiden. Das nimmt schon Zeit in Anspruch, genauso wie diese Ausstanzung. Ich habe dann aber auch noch eine Variante, beziehungsweise da ist eine Schnittdatei drin, wo du dir quasi so einen Kürbiskopf grinsen, also dieser Ausschnitt nur, nicht den Kürbis selber, sondern nur diesen Ausschnitt von Augen und Mund reinstanzen lassen kannst als Guckloch. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil ich das eben geschlossen haben wollte und dann dementsprechend so dekorieren wollte. Die Möglichkeit ist aber da, genauso wie du an der Ecke beispielsweise. Das kannst du aber verschieben, das kannst du rauslöschen, das kannst du rausnehmen, wie auch immer. An der Ecke dann wie so ein Spinnennetz rausstanzen oder rausschneiden lassen kannst, ist es dann dir überlassen. Was ich jetzt aber noch sagen wollte vorhin, du kannst dir ja dann die Schachtel nehmen und so zum Beispiel aufeinander kleben, dass du dann wie so ein Regal hast mit solchen Schubfächern, meinetwegen. Und das dann zum Beispiel auch für einen Adventskalender verwenden kannst, indem du dann eben die Größe änderst, kannst du die ja nochmal ein bisschen größer gestalten. Genau, so, das jetzt nochmal als Inspiration, auch für Weihnachten, Nikolaus, sonstiges. Da müsste man halt zum Beispiel gucken, ob man das nicht vielleicht doch, wenn man die Länge nur ändert. Das musst du halt dann bei allen Sachen machen. Bei allen drei Sachen jetzt in dem Fall, ne?
die Länge ändern, dass du das dann nur runterziehst, ob dann da auch so ein Schokololli reinpasst. Diese für Weihnachten gibt es ja auch, weil die sind ja dann im Grunde auch länger, aber meistens nicht allzu breiter als diese jetzt. So, jetzt brauche ich mal noch einen Schluck von meinem Trinken hier. So, ist auch leer. Oh, ich habe einen Durst. Und dann geht es jetzt aber auch los. Ich hoffe, das Video gefällt dir trotzdem. Ich wollte jetzt natürlich die Chance ein bisschen nutzen, auch ein bisschen mit dir zu quatschen. Aber letztendlich geht es ja um diese Box. So, ich habe jetzt hier wieder mein tolles Buch mit meinen Notizen. Da schmiere ich immer gerne rein. Und manchmal erstelle ich dann eben auch genauere Anleitungen, die du dir dann auch runterladen kannst. Das ist auch alles in meinem Linktree-Link verlinkt. Also sprich, dieser Linktree ist ein Link, wo du auf mehrere quasi darauf zugreifen kannst, damit du halt nicht hunderte Links dann irgendwie mit reinpacken musst. Gerade auf Instagram kannst du ja meistens nur einen Link reinpacken und hast dann aber alle auf einen Blick. Da hast du auch nochmal gratis Downloads. Das heißt, da kannst du dann auch verschiedene Sachen gratis runterladen, zum Beispiel den Boxrechner oder die Anleitungen oder sonstiges. Da kannst du gerne mal mit reinschauen. Und zwar habe ich jetzt hier ein Maß genommen von 15 mal 8 cm und wird dann dementsprechend gefalzt. Und der Innenbereich ist 9,9 mal 2,9. Und für, also ich zeige es euch jetzt anhand dieser Vorlage. 15,15 cm mal 8 cm. Das hier ist dann 11, Entschuldigung. 10,1 cm mal 9,3 cm und das hier ist 9,9 mal 2,9 cm. Und das schneiden wir uns jetzt zu. Dafür würde ich jetzt gerne dieses rote Papier nehmen. Da habe ich einfach dieses Leinenpapier genommen vom Action. Die hat eigentlich eine ganz schöne Stärke. Und dadurch, dass diese Box innen ja quasi doppelt gefaltet wird, ist der Rand dann trotzdem stabil genug. So, wir nehmen jetzt einmal hier die 8 cm und dann 15 cm. Seht ihr nichts? Bin ich zu weit oben? So, 15 cm. Das wird mir jetzt nicht mehr reichen für irgendwas. Das ist dann ein Rest und dann haben wir 9,3. Mal 10,1 und was haben wir jetzt hier? Ne, die Seite, da brauchen wir. Was ist das? Ne, das reicht nicht. 9,9 mal 2,9. 2,9. Das ist quasi das Innenteil. Also entweder du kannst das Uni machen oder eben auch als na, Designpapier. Also nochmal 10,1, 9,4. Dann haben wir 1,1 Falzen. 4,2 Falzen, 5,3 Falzen, 8,4. So, jetzt stimmt es aber so. Und dann haben wir diese Seite. Stimmt es jetzt? Ja. Dann haben wir bei der, also wenn du die kurze Seite oben anlegst, musst du jetzt an jeder Seite bei 0,5, 1,5 und 2,5 falzen. Also 0,5, 1,5 und 2,5. Und dann drehe ich mir das einfach und mache das an jeder Seite.
So, und dann sind wir schon fertig mit dem Gefalze. Das können wir jetzt hier nochmal kontrollieren. Ja, das ist jetzt schon zu lang. Dann müssen wir glatt nochmal schneiden. Weil sonst passt es nicht. Das dachte ich mir jetzt schon, dass so ein schmaler Streifen schwierig wird. Wir messen das jetzt gleich nochmal. Da hat aber ein bisschen mehr gefehlt. Beziehungsweise nicht gefehlt, war zu viel. Weil das wird dann quasi hier so reingelegt. Das messen wir jetzt nochmal. Ich hatte das, glaube ich, hier nochmal abgeändert. Ja, je nachdem, wie man falzt halt, ne? Da geht ja dann auch nochmal so ein bisschen was verloren. 9,5 mal 2,7. Das schreiben wir uns gleich mal auf. 9,5 mal 2,7. Also das müsst ihr halt dann einfach anpassen an eure Box. Das kann sich jetzt auch noch mal ein bisschen ändern, weil dann ja noch mal was dazu kommt. Dann nehmen wir unsere Schere und müssen das jetzt quasi einmal so zurechtschneiden wie dieses Teil hier. Und zwar ist es bei der langen Seite, schneiden wir einmal bis zur letzten Falzlinie von diesen drei Stück. So, und hier kommt die Falzlinie hin, also diese Klebelasche ist es ja in dem Sinne nicht, sondern das ist ja nur die Lasche, die reingesteckt wird. Dann schneidest du bei dieser Linie auch nochmal bis hoch. Und das kann man dann rausschneiden. Und das ist die Einstecklinie. Du kannst es jetzt auch nochmal abschrägen, dass da halt dann nichts stört. Ich weiß nicht, ob es sein muss. Ich glaube jetzt mal weniger, wenn du das von vornherein... Naja, es ist eigentlich schon besser, weil dann, wenn du das dann umknickst und da steht dann was drüber, weil du ja dann die Falzlinie hast, dann kann das schon stören. Aber so sollte es jetzt ausschauen. Und das machst du jetzt an allen Seiten. Das heißt, du schneidest die beiden Linien hoch und schneidest dir dann einfach diese Lasche raus. Beziehungsweise lässt die Lasche noch stehen, damit die dann eben innen reingeschoben werden kann. Ich lasse es jetzt mit Absicht mal so stehen, um zu gucken, ob man das abschrägen muss, weil dann ist es ja noch mal so ein bisschen vereinfacht. Und dann falzt du jetzt einfach deine Falzlinie nach und die äußerste, schmalste Linie bitte in die gegengesetzte Richtung. Also wenn du die jetzt alle nach unten knickst, knickst du diese schmale nach oben. So. Und dann kannst du nämlich schon anfangen, die Box oder diese Schublade zusammenzusetzen, indem du jetzt einfach diese Laschen nach innen klemmst, die Wände hochziehst und innen wieder runter. Seht ihr, und da kann es jetzt passieren, dass das hier so weggeknickt wird. Deswegen werde ich es mir jetzt doch einmal abschrägen, weil das dann einfach weniger störend ist bei diesem Rüberklappen oder drumrum klappen. Die Laschen darfst du aber auch nicht weglassen, weil sonst bleibt es ja nicht an Ort und Stelle. Du kannst es natürlich auch kleben, ist aber nicht nötig. Du kannst auch die Innenseite dann unten am Boden festkleben, ist aber wie gesagt nicht nötig. So, jetzt setzt man das wieder hoch. Und dann einmal hier rein. So, und jetzt ist es so, dass diese Lasche natürlich weiterhin nach oben springen möchte. Wenn du jetzt aber die zweite, also die zweite lange Seite
rumklappst, die jetzt auch noch nach oben springen möchte, dann gehst du jetzt an einen der kurzen Seiten und wenn du die dann nach unten drückst und die wirklich schön in die Ecke klappst, dann bleiben diese Seiten nämlich auch unten. Dann drücke ich das immer noch mal so ein bisschen rein, weil dadurch, dass es ja doppelt liegt, kann es schon sein, dass die sich so ein bisschen wölben. Aber wie du siehst, hast du jetzt so ganz schnell eine kleine Schublade gebastelt. Ohne Kleben. Du hast nicht das unnötige Gematsche da einfach. Und bei der Größe, wie gesagt, ist es dann eh immer so ein bisschen lästig. Und dann kannst du jetzt hergehen und dir dieses Teil hier noch reinklemmen. Dann bleibt es auch noch mal ein bisschen schöner in Form und versteckt halt so ein bisschen diese Laschen, die innen jetzt liegen. Also entweder du klebst es auch fest oder du musst es nicht. Wie gesagt, das hält auch so sehr gut. So, und dann kommen wir jetzt zu diesem Außenteil. Und da brauche ich jetzt mal eben den kleinen Locher hier. Dann nehmt ihr einfach so einen runden Stanzer. Ihr könnt natürlich einfach auch eine Ecke reinschneiden oder so, ne? Wenn ihr jetzt einfach hergeht, zack, zack, eine Ecke rein. Da schauen, dass die nicht zu groß ist, wie gesagt, weil sonst schaut es ein bisschen blöd aus, meiner Meinung nach, wenn dann da so eine große Griffmulde ist. Aber ansonsten passt das. So, jetzt ist eine Seite ein bisschen kürzer. Ich habe das jetzt so gemacht, da müsst ihr jetzt mal gucken, wie das am besten ist. Ich weiß jetzt nicht, warum die Seite jetzt wieder ein wenig höher ist. Ich glaube, das kürze ich mir mal eben noch, weil das gefällt mir nicht. Da habe ich dann wahrscheinlich einfach zu ungenau geschnitten oder so. Ich habe immer das Gefühl, wenn man auch... Ach, shit. Wenn man dann natürlich auch... Ach komm, hey, was ist denn das jetzt? Wenn man dann natürlich auch falzt, dass das entweder breiter wird oder halt einfach von dem Gesamtmaß ein bisschen was abgezogen wird. Jetzt habe ich hier so einen blöden... Ach. Also die kommt jetzt auf jeden Fall auf die Innenseite. So, und dann ist es natürlich am einfachsten, das Ganze um die Box zu legen und den Kleber dann aufzubringen. Also dann festzumachen, meine ich. Ich glaube, ich werde es jetzt einfach mal mit so einem... mit so einer Maus machen. Man kann es natürlich... Och, jetzt rutsche ich da auch noch voll weg. Also seht ihr deswegen, ich habe da jetzt überhaupt keine Geduld dafür, weil es mir, wie gesagt, nicht so Bombe geht. Aber dann geht halt auch immer alles schief und man hat keine Geduld und das ist halt einfach nicht so, wie man sich das vorstellt. So, und jetzt könnt ihr einfach hergehen und euch die Box hier so reinlegen und dann das so drumlegen, weil dann habt ihr nämlich nochmal die Sicherheit, weil bei dieser Box habe ich es ohne gemacht. Da habe ich es einfach so zusammengeklebt und dann wurde es ein bisschen stramm. So, und jetzt könnt ihr das einfach so hinlegen, dass das halt wirklich auch gerade ist. Und dann einfach zumachen. Nicht zu fest. Ich glaube, ich bin jetzt... Na, geht. Ich dachte, ich bin zu fest, aber seht ihr... Dann habt ihr nämlich genau die perfekte Größe. Es ist nicht zu locker oder zu fest. Und dann passt es. Ach, jetzt habe ich es vergessen. Nein, weil ich habe bei den anderen, das habe ich auch erst dann gestempelt, als ich es schon zusammengesetzt habe, habe ich ja hier diesen Spruch noch. Aber man kann es, denke ich, nochmal so ein bisschen flach hinlegen. Also das passt ja schon mal sehr gut. Ne? Ich meine, normalerweise, wenn ich es jetzt in die andere Richtung knicke, nee, passt auch. Dann hat man meistens so einen... Also wölbt sich das halt so komisch. So, jetzt nehme ich mir das hier und mache hier noch meinen Spruch drauf. Das werde ich jetzt aber... Ich habe nämlich vorher das hier... Doch, ich werde das verwenden. Mit diesem Lila gemacht. Weiß ich jetzt nicht, ob man das auf Rot so gut sieht. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass das so nach oben bounced. Jetzt hoffe ich mal. Weil das letzte Mal habe ich es schon verschmiert. Ich hoffe, ja, geht nicht anders jetzt. Oh. Oh, ist sogar gut geworden. Schaut. Und jetzt bitte nicht drüber wischen. Ist mir auch schon passiert. Bei welchem? Da habe ich es schon zusammengesetzt gehabt. Da hat es dann nicht schön gestempelt. Und da bin ich dann noch drüber gewischt, weil ich es nicht abwarten konnte. So.
Und dann können wir ja schon mal hergehen. Das würde ich dann tatsächlich so ein bisschen individuell machen. Weil je nachdem, wie ihr auch stanzt, ne, ist ja diese Aussparung anders. Wenn ihr jetzt natürlich die Datei habt, dann ist es natürlich logisch. Jetzt messe ich das direkt mal. Wobei, da habe ich es größer gemacht. Das wäre dann zum Beispiel 9,5 mal. Ja, 3 ist ein bisschen viel, ne? 2,8 könntet ihr hier nehmen. Und ich habe jetzt aber ein Maß, weil das ist ja kleiner. Ja, lasse ich aber auch 9,5 mal 2, wobei machen wir mal 2,7. Ist, glaube ich, schöner vom Rand her. Und da habe ich jetzt mal geguckt, welche Blöcke ich noch habe. Die sind natürlich jetzt schon älter, aber trotzdem noch wunderschön. Und so viel habe ich leider nicht verwendet. Deswegen werde ich mir jetzt das gleiche Papier hier nochmal schnappen. Was ich auch sehr schön finde, ist der hier. Da habe ich letztes Jahr schon solche Böcksle gemacht. Und der hier, ich weiß gar nicht, steht es immer drauf? 2020 ist der sogar. Steht es hier auch drauf? Auch 2020. Und der ist 21, glaube ich, oder? 2018? Kann das stimmen? Naja, sie sind auf jeden Fall älter schon. Aber das macht, wie gesagt, gar nichts. Gerade zu Halloween bastel ich eh nicht so viel. Von daher schauen wir mal, ob ich das nicht auch mit meiner Kleinen hier machen kann. Was haben wir jetzt gesagt? 9,5, ne? Jetzt bloß schauen wegen der Richtung. 9,5 brauchen wir. Oder machen wir erst die kurze Seite. Was haben wir gesagt? 2,7, ne? Sehe ich nichts. Machen wir erst die kurze Seite. Und dann machen wir 9,5, ne? So. Das benutzt aktuell mein Kleines sehr gerne, weil das eben schön klein ist und sie damit gut zurechtkommt. Und ich finde, da kann weniger passieren als jetzt bei diesem zum Schieben, weil da hat sie ja doch manchmal so ein bisschen blöd ihre Finger drin gehabt. Da habe ich gesagt, okay, nee. Und bei dem macht sie das aber sehr schön. Also da passiert nichts. Deswegen ist es immer ganz schön, wenn sie dann fragt, Mama, darf ich dein Falzbrett haben? Dein Schneidebrett, Schneidedings. So. Haben wir einmal das und jetzt, wie gesagt, möchte ich hier meine Teile noch verwenden. Muss ich mal gucken. Trick or treat. Was nehmen wir denn? Bei den einen habe ich Bu drauf gestempelt. Da den Kürbis, dass das so ein bisschen gemischt ist. Was haben wir noch? Die Katzi. Miau. Ach so, hier den da nehmen wir noch. Schaut, der ist doch hübsch. Dann machen wir das jetzt so. So und so irgendwie. Und dann tun wir uns das da drauf. Die habe ich jetzt aber auch bloß so drauf geklebt. Also ohne groß jetzt mit 3D-Pads oder so, was ihr natürlich machen könnt. Da ich mir gedacht habe, da wird jetzt wahrscheinlich eh, weiß ich nicht, wo das landen wird. Von daher möchte ich da jetzt auch nicht allzu viel oder allzu teure Materialien verwenden. Das ist ja immer so eine Geschichte. Sie sollen Freude bereiten. Das Interessanteste ist ja eh der Innenteil für die Kids. Aber man kann es natürlich auch für Erwachsene nehmen. Und wobei ich da auch nicht denke, dass die das dann großartig aufheben würden. Und das Schöne daran ist jetzt, dass man die Sachen hier so ein bisschen drüber stehen lassen kann. Heißt, ich kann die jetzt so ein bisschen über die Box drüber kleben, dass die halt einfach rausschauen. Und das gibt den Ganzen auch noch mal so ein bisschen einen 3D-Effekt. Das wäre eine Pinzette nicht schlecht. Diese habe ich dann tatsächlich noch per Hand ausgeschnitten und da denke ich mir auch, oh. Naja, könnte besser sein. Also ich nehme das jetzt noch mal raus
damit ich das schön andrücken kann. So. Und dann kann man auch schon seine Schoki reinpacken. Dann nehmen wir jetzt mal den da, den Dracula. Der passt jetzt eigentlich ganz gut mit dem roten. Schaut. Jetzt lache ich schon wie ein Hex. So. Kann man hier reinstecken. Und dann, ach ja, was ich beim letzten Haul bzw. beim letzten Einkauf im Action nicht bekommen habe, waren diese so Art Wink of Stella Glitzer Dinger, aber ich habe ja da auch noch die von Nuvo. Achtet einfach darauf, die immer schön zu schütteln vorher. Jetzt muss ich selber mal gucken, das ist Glitter Gloss. Der hat nämlich so einen goldenen Schimmer. Da werde ich jetzt einfach nur so ein paar Highlights noch mit draufsetzen. Ja, finde ich ganz niedlich. So, ich denke, das vielleicht die Augen noch. Was natürlich auch cool ist, könnte man das vielleicht sogar noch machen. Das habe ich jetzt bei den anderen allerdings nicht gemacht. Wo habe ich denn jetzt den? Jetzt warte da mal. Diesen Glossy Essence Accents Ranger. Das ist dieser Kleber, der aushärtet und quasi so bleibt, also so glossy bleibt und nicht sticky wie der Tombow oder so. Also alles hat so seine Vor- und Nachteile. Da können wir jetzt das hier eigentlich einmal so nachfahren und dann hat das nämlich auch nochmal so einen 3D-Effekt und ich denke, das ist dann auch genug. Das wird dann auch noch mal ein bisschen transparenter. Das ist jetzt so ein bisschen milchiger. Schauen, dass die Blasen rausgehen. Und wenn du das jetzt zum Beispiel für den Kindergarten, für die Schule, für die Verwandten, für die Kinder, für die Freunde, für Kollegen oder so machst, das ist halt wirklich dann eine ziemlich schnelle Sache. Weil gerade so, wenn es, also ich finde es immer noch am besten mit dem Plotter, weil ja, geht halt einfach schneller. Während der nämlich da arbeitet, kannst du dann schön dekorieren. Und das macht ja eigentlich beim Basteln immer am meisten Spaß. Und die Stempel und so, ich habe es jetzt hier wirklich sehr einfach gehalten. Ich habe die nur mit Lila gestempelt und gar nicht großartig koloriert, also gar nicht koloriert eigentlich. Wieso habe ich da jetzt lauter Blasen? Ja. Aber ich finde, das reicht auch aus, weil ich mir gedacht habe, mit dem Papier habe ich ja dann schon bunt und mit dem Hinter, also mit der Box selber, dass mir das dann tatsächlich auch so gereicht hat. Also ich wollte dann auch gar nicht jetzt großartig noch hier kolorieren, weil dann wäre es mir fast schon wieder ein wenig zu viel gewesen. Und so, upsala, na nicht runterfallen. Jetzt habe ich Durst, jetzt ziehe ich mein Trinken und kriege gleich Durst. Kennt ihr das? Wo habe ich jetzt diese Nadel? Da. Oh, jetzt muss ich mich einmal da rein. Weil hier habe ich jetzt lauter Blasen drin. Toll. Schieben wir jetzt raus. Ach, naja, ist jetzt wurscht. Das sieht man dann aber leider, wenn man das, wenn es getrocknet ist. Aber wie gesagt, das wird dann noch durchsichtiger. Und jetzt habt ihr halt hier einmal diese tolle Box. Wie gesagt, könnt ihr noch verschönern. Je nachdem, Deko ist ja dann wieder da, so ein kleines reicht vollkommen aus, damit halt der Finger neipasst. Dann habt ihr eine schöne Box ohne viel Geklebe, außer jetzt, wie gesagt, bei der Ummantelung sozusagen.
aber habe halt das Gefitzel nicht mit den Klebelaschen und sowas, was ich halt schon sehr praktisch finde. Weil wie gesagt, ich bin halt so eine kleine Matscherin, also sprich, ich benutze dann meistens zu viel Kleber, dann quaddelt es so raus und dann bappt halt immer alles und das ist auch immer nicht so schön. Und die Version, das wollte ich, das hatte ich nämlich auch schon länger vor, mal so eine Schachtel zu machen, einfach weil mich das selber nervt und ich wollte das halt auch direkt als Datei haben, damit wenn man jetzt mehr machen möchte oder auch von der Größe her variieren möchte, dass man das halt schnell machen kann und wie gesagt, dass der Plotter die Arbeit macht und wir dann eben das Vergnügen haben mit der Dekoration. Man muss es natürlich noch zusammenstecken, das ist klar, aber so das Schneiden und so nimmt einen schon viel Arbeit ab. So, und jetzt habe ich relativ viel gequatscht. Ich hoffe, du konntest dir ein bisschen Inspiration holen, wenn du das natürlich nachbastelst und dein Ergebnis auf Instagram teilst, würde ich mich auch drüber freuen, wenn du mich darauf verlinken würdest. Einfach @frau.pech, dann werde ich auch benachrichtigt und kann mir die Werke auch anschauen. Und ich lasse mich ja auch sehr gerne selbst von euch inspirieren und finde es eben ganz toll, den Austausch. Ich weiß jetzt nicht, ob das für den einen oder anderen noch interessant ist, weil ich habe mir hier einfach mal so ein paar Stempel rausgesucht und hiervon hatte ich diese Blase. Das ist von Lawn Fawn Dad Chokes. Wartet mal, wo habe ich denn die Hülle jetzt? Hier muss ich alles wieder aufräumen. So, da kann man sich jetzt natürlich wieder verschiedene Sachen rauspicken. Ich war jetzt auch dann mal wieder in meinem OneNote. Also falls ihr das nicht gesehen habt, da habe ich ja angefangen, meine Stempel zu archivieren, damit man halt gerade sowas schneller findet. Wenn man sagt, man möchte jetzt noch eine Sprechblase. In vielen Sets ist es jetzt natürlich nicht von Halloween. Das heißt, ich schaue jetzt nicht, also in dem Fall jetzt schon, weil ich dann relativ gut gewusst habe, dass ich doch davon noch was hatte. Aber meistens habe ich ja Halloween zusammen und dann schaue ich ja eventuell nicht extra nochmal was. Aber da wollte ich halt dann noch irgendwas dazu haben, wie so eine Sprechblase. Und wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, dann hätte ich eben ganz schnell in dem Archiv nachgucken können. Das Video dazu kann ich dir auch mal in der Infobox verlinken, weil das ist ein bisschen länger. Da wollte ich mich dann jetzt auch mal wieder ranmachen und ich habe meine Stempel immer in solchen IKEA-Boxen. Dass ich da dann mal wirklich sage, ich nehme mir dann einfach mal eine Box nach der anderen vor oder eine Marke zumindest, dass ich dann schon mal die Fotos abfotografiere und dann brauche ich sie ja bloß noch hochladen und dann gewisse, ja, Notizen noch dazu, damit man das halt optimieren kann von der, vom Finden her. Und ich habe das ja relativ ausführlich gemacht, auch mit Inspirationsbildern oder so. Aber das kann man ja dann im Nachhinein noch auffüllen, dass man dann sagt, man fotografiert entweder sein eigenes, also was man selber schon damit gemacht hat. Weil meistens sind es ja dann Sachen, die man dann auch verschenkt. Und dann hat man es ja nicht mehr zum Zeigen. Und wenn man edle Bilder davon macht, dann kann man das sich ja da auch archivieren, beispielsweise. Oder hat dann auch eben direkt eine Inspiration. Oder man findet was online, wo man dann weiß, Mensch, die hat das und das verwendet. Das habe ich mir dann auch nachgekauft beispielsweise. Dann kann ich das auch gleich mit verlinken als Inspiration. Das finde ich eigentlich schon immer ganz cool, wenn man dann mal so durchstöbert. Und am Handy kann man, ist man da ja recht flexibel. Das kann man dann auch mal auf der Couch machen, wenn einem so eine Idee kommt und möchte dann nicht irgendwie an seinen Platz gehen und die Stempel durchsuchen, sondern kann dann einfach über sein Handy dann durchscrollen. Also wie gesagt, das fand ich doch sehr praktisch, bin aber leider nicht dazu gekommen, da jetzt noch weiter zu machen, was ich meiner Meinung nach auch sehr schade finde, weil das halt schon sehr hilfreich ist. Jetzt habe ich hier meinen Schwamm, aber kein Wasser. Das ist natürlich wieder perfekt. Ja. Und das hilft einen halt einfach bei der Suche nach bestimmten Stempeln oder Themen dazu. So, da habe ich jetzt auch diesen seitlichen Spruch genutzt. Und zwar, kleinen Moment, das ist jetzt auch Thema Halloween. Tiny Halloween, auch von Lawn Fawn.
Das war hier drin. Dann hier habe ich noch diese. Also, wie gesagt, so ein Lachen kannst du halt dann noch rausstanzen. Dann ist halt nicht mehr viel mit Deko, da kannst du dann vielleicht noch einen Spruch oder so drauf machen. Oder wenn du es, naja, wenn du direkt mit Designpapier arbeitest, dann geht das Ausgestanzte oder das Ausgeschnittene vielleicht auch ein bisschen unter. Also da dann eher mit einfach das Gesicht und dann Happy Halloween oder so daneben. Das wäre dann wirklich die ganz einfachste Variante. Die hier fand ich auch total süß. Die habe ich jetzt aber in dem Fall gar nicht benutzt. Das ist auch von Lawn Fawn. Lawn Fawn, das ist alles Halloween. Das kommt dann wieder in die Halloween Box. Die hier habe ich verwendet. Das ist von My Favorite Things. Wieder sehr schön sauber gemacht. Fabulous. Also Fabulous oder Fabulous Friends. Ja, also einmal das. Dann habe ich hier auch noch von Clearly Besotted diesen Geist oder dieses Gespenst verwendet. Und hier habe ich nichts verwendet. Aber die wollte ich eigentlich verwenden. Die waren mir dann aber ein bisschen zu groß. Da dachte ich, das wären tolle Stempel für ADCs. Aber ach doch, das Trick or Treat habe ich genommen. Stimmt. Und das hier zum Beispiel könnte man sich hier noch an die Seite stempeln. So was Schmales halt, ne? Genau, also das kommt dann wieder in meine Kategorie Halloween. Und das da kommt ganz normal wieder zu Lawn Fawn. So, wollte ich jetzt dazu noch was sagen? Ich glaube, ich habe schon genug gesagt. Oder was sagt ihr? Also, ich habe jetzt auch schon wieder mal eine, was ist jetzt das? Eine Nachricht gehabt, von wegen nicht so viel quatschen, mehr erklären und zeigen. Und dann denke ich mir, ja, ist gut. Es gibt ja hunderte, tausende, Millionen Videos. Ich weiß, zu manchen Themen nicht so viel. Aber es ist halt einfach meine Person und wer das nicht mag, das soll halt dann bitte andere Personen anschauen und mich einfach so lassen, wie ich bin. Ich finde es immer natürlich Kritik. Allerdings ist das eine Kritik, die ich nicht umsetzen oder ändern möchte, weil ich einfach gerne so ein bisschen mit ihr plaudere. Einige haben dann eben gesagt, wenn es Videos gab, wo zum Beispiel nur mit Musik hinterlegt ist, weil ich zum Beispiel keine Stimme mehr hatte oder dann einfach in Ruhe basteln wollte und da ist man einfach nicht so gesprächig. Da kommt man dann runter und ist dann halt einfach so in seiner Welt. Ich denke, das kennt jeder von euch. Das sind mir, glaube ich, alle so ein bisschen ähnlich, dass das einfach zum Entspannen ist und dann möchte man nicht irgendwie ständig quatschen. Deswegen kommt es halt immer auf die Stimmung an. Und jetzt gerade, ich habe jetzt schon länger kein Video gemacht, ich bin jetzt auch ganz ehrlich gesagt ziemlich platt. Ich werde jetzt auch direkt in mein Bettchen gehen. Aber wie gesagt, es ist halt immer so situationsabhängig. Und da habe ich dann eben auch schon Kommentare bekommen. Ja, es wäre schön, wenn du dazu reden würdest oder quatschen würdest. Das gefällt uns sehr gut. Und dann im Nachgang hat man dann wieder den Kommentar, ja, nicht so viel quatschen, sondern mehr erzählen und zeigen. Es gibt ja zum Glück die tolle Funktion auf YouTube, die Videos schneller laufen zu lassen oder zu skippen, beziehungsweise ich eben zu überspringen. Also wenn es dir zu lang dauert, dann bitte geh zu dem Punkt, wo es für dich interessant wird, wenn ich ein bisschen länger quatsche oder wie jetzt im Nachgang noch was erzähle, dann kannst du ausschalten. Aber natürlich ist es für meine Community schon auch wichtig, den Austausch zu haben. Und ich glaube, es fallen doch manchmal so ein paar Infos, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sind. Von daher möchte ich mich da jetzt auch gar nicht mehr arg verbiegen oder. Also ich bin natürlich offen für konstruktive Kritik, so ist es nicht. Ich möchte da jetzt auch gar nicht irgendwie sagen, nee, mag ich nicht. Ne, also wenn das jetzt heißt, Mensch, da hättest du doch das und das jetzt noch anders machen können oder ne, Verbesserungsvorschläge, da bin ich auch komplett offen für. Aber wenn es jetzt so um meine Art geht, da bin ich jetzt mittlerweile schon fix, weil
Entweder ich bin so und man mag mich so, oder man lässt es halt dann bleiben, weil ich verstell mich nicht, oder ich erkläre mich halt dann, wie jetzt zum Beispiel bei den Videos, wo ich dann wirklich nur Musik habe laufen lassen, mit Text hinterlegt, oder manchmal schaffe ich es dann auch noch, ein Voice-Over zu machen, aber meistens ist es dann eben die Musik, dass ich dann einfach in Ruhe basteln wollte. Und ich möchte euch einfach aber trotzdem das zeigen. Und oftmals braucht man eigentlich auch das ganze Gequatsche nicht. Manchmal ist es auch einfach entspannt, wenn man Musik dabei hat. Und wenn man einem die Musik nicht gefällt, dann kann man sie ja auch leise machen. Und halt einfach beim Basteln halt einfach zugucken. Ich finde es auch sehr entspannend. Ich brauche da nicht immer irgendwie ein Gequatsche dazu. Es ist halt immer stimmungsabhängig. Manchmal gefällt es mir, manchmal ist es mir dann auch zu öde. Ich speichere mir dann die Videos als Inspiration und schaue sie dann an, wenn ich dann keinen Bock auf Gequatsche habe. Aber manchmal ist mir das auch zu viel, aber manchmal fehlt es mir halt auch. Also das ist auch immer unterschiedlich. Ich bin da jetzt niemand, der sagt, nee, ich möchte, oder ich schaue die Videos immer stumm an, weil ich das Gequatsche oder die Musik nicht leiden kann. Oder ich schaue sie mir ausschließlich an, wenn da jemand dabei babbelt. Also, ne? Das ist bei mir auch immer unterschiedlich. Drum finde ich, eine Mischung ist doch eigentlich nicht schlecht. So ist dann für jeden was dabei, und was nicht passt, da gehst halt dann weiter. Und wie gesagt, du kannst es entweder schneller laufen lassen, du kannst es auch langsamer laufen lassen, wer das noch nicht gewusst hat, dass wenn ich jetzt zum Beispiel also Schnelllauf mache, manchmal kam es nämlich auch, dass es ihnen dann zu schnell ging. Du kannst das Video auch langsamer laufen lassen. Also von daher, die sind ja alle Möglichkeiten offen, und jeder kann es ja dann so gestalten, wie er möchte. Entweder langsamer, schneller, leise, laut, wie du willst. Also von daher, und manchmal quassel ich, dann quassel ich halt ein wenig mehr, weil es dann schon wieder ein wenig länger her ist. Oder ich quassel dann gar nicht, weil ich dann einfach selber Ruhe möchte, dich aber trotzdem mitnehmen möchte im Bild. Also mit Bild quasi, ohne zu labern. Und dann ist es doch eigentlich für jeden was. Manchmal halte ich mich auch relativ kurz, da gelingt es mir ganz gut, manchmal halt nicht. So, und mal gucken, ob ich das ganze Gebabbel jetzt drin lasse oder irgendwas rausschneide. Aber ich denke, ich lasse das jetzt einfach, weil das ist halt einfach so. Heute ist halt einmal ein Quatschvideo. Und dann bekomme ich wieder Nachrichten von wegen, ja, war schön, oder nie, war mir jetzt wieder ein wenig zu viel. Aber dann ist das halt so. Ich bin so, ich habe jetzt aktuell die Stimmung, kurz mit dir zu plaudern. Wobei, wenn man mich von außen sehen würde, ist es, glaube ich, schon ein bisschen komisch. Mittlerweile finde ich es nicht mehr komisch, wenn ich jetzt hier hocke, nur mit dem Handy und mit dem Mikrofon vor der Nase und hier so vor mich hin quassel. Am Anfang war das schon sehr komisch. Aber ich denke mir halt immer, ich schreibe ja mit manchen. Ne? Und ich habe ja dann immer wieder Kommentare, meistens von den gleichen Leuten. Und dann stelle ich mir immer vor, wie ich mit denen zum Beispiel quatsche oder ja, dann im Nachgang auch drüber schreibe. Genau. Deswegen, ja, hoffe ich einfach, dass dir das Video gefallen hat. Wie gesagt, das ist jetzt auch Eigenwerbung. Schau gerne auch auf meinem Etsy-Shop vorbei. Da gibt es momentan bis 29. 29%. Im gesamten Shop 20, 20, 20, also 20 Tage, 20% ab 20 € Warenwert. Genau. So, und jetzt wünsche ich dir einfach einen ganz tollen Oktober, einen ganz tollen Herbst. Ich liebe diese Jahreszeit, weil dann die Blätter auch bunt werden, und wir waren schon Kastanien sammeln und haben die angemalt und haben die dann so ein bisschen bei den Pflanzen mit rein. Das kann ich dir mal einblenden. Ja, ich mag die Jahreszeit einfach sehr gerne. Ich bin eh lieber, naja, was heißt lieber? Bei so einem Wetter bin ich doch lieber innen. Im Sommer, wenn es nicht zu heiß ist, kommt immer drauf an. Wobei, ich bin schon lieber ein Mensch, der innen ist. Ich glaube, schreibt mir doch mal in die Kommentare, dann sehe ich ja auch, wer bis zum Schluss dran geblieben ist, ob ihr eher ein Mensch seid, der gerne rausgeht oder viel draußen sein muss oder möchte, oder eher so für sich und so im Inneren bleibt. Also ich glaube, bei den Bastelmädels ist es oftmals doch so, dass die eher so ein bisschen introvertiert sind, oder? Also ich bin, glaube ich, eine Mischung
Also ich mag es schon, wenn ich mit Personen zusammen bin, die mir gut tun, dass ich das auch sehr genieße. Ich brauche aber unbedingt auch die Zeit für mich. Und ich glaube aber, in meinem Leben bin ich mehr innen als außen. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Solange man sich einfach wohlfühlt, ist das auch vollkommen in Ordnung. Und ja, das Hobby allein schon ist ja auch innen. Also man kann natürlich seine Sachen packen und das nach draußen verlegen, aber wobei ich da auch sagen muss, da bin ich teilweise dann auch zu faul. Oder mit dem Memory Book mache ich es ja manchmal, dass ich mir dann die Tasche packe und das mit in den Garten nehme. Wobei das halt dann auch wieder so eine Geschichte ist, weil im Garten, wenn man ist, da hat man ja dann anderes zu tun, es sei denn, man entspannt sich dann und dann, ja, da habe ich dieses Jahr aber tatsächlich gar nicht so viel gemacht. Das mache ich jetzt aktuell mehr so, wenn wir am Abend Fernsehen schauen, dass ich da dann nebenbei so ein bisschen was mache. Wobei ich da auch schon viel nachholen muss, weil das jetzt bestimmt ein Jahr im Rücklauf ist. Aber gut, es soll ja trotzdem Spaß machen. Bloß wenn es dann zu lange her ist, dann kann man sich an viele Sachen auch gar nicht mehr erinnern. Deswegen ist es halt so ein bisschen schade. Da müsste ich einfach mal aufholen. Aber die Zeit bleibt ja nicht stehen. Dann machen wir mal kurz auf Pause, bis ich auf Stand jetzt bin und dann geht's weiter. Das geht ja nicht. Die Zeit geht ja trotzdem weiter. Und dann müsste ich einfach mal aufholen und richtig reinhauen, dass ich dann auf Stand jetzt bin. Wobei, das war ich schon mal. Und dann verging halt auch wieder eine Zeit, wo ich die Sachen im Garten hatte. Dann war man nicht so häufig im Garten oder hatten halt anderes zu tun. Und ja, da ist es halt einfach ein bisschen zu kurz gekommen. Aber dann, wenn man das dann relativ zeitnah macht, also maximal so einen Monat, ich glaube, dann bleibt einfach auch mehr hängen, was so passiert ist. Also gut, so. Und jetzt quatsche ich wirklich nicht mehr länger. Ich weiß nicht, wann das nächste Video dann wieder kommen wird. Es ist aktuell so ein bisschen, ja, schwieriger für mich, aber ich merke jetzt schon, dass es das jetzt wieder zu viel war. Jetzt wünsche ich dir einfach noch eine wundervolle Zeit, einen schönen Oktober, einen schönen Herbst, viel kuschelige, entspannte Zeiten. Und ich hoffe, es geht euch allen gut und viel Spaß beim Nachbasteln. Wie gesagt, verlinkt mich gerne oder schickt mir auch gerne so Bilder. Ich habe ja auch meine. Ich habe ja auch WhatsApp, da habt ihr auch den Link unten. Da könnt ihr mir gerne auch direkt schreiben, wer das möchte, und auch gerne Bilder schicken oder per E-Mail oder über Instagram oder über Facebook, wie ihr möchtet. Also ihr habt jede Möglichkeit der Kontaktaufnahme und würde mich sehr freuen, was ihr so. Aber auch wenn ihr jetzt was anderes gebastelt habt, also nicht unbedingt jetzt nach dieser Anleitung oder mit diesen Schachteln, sondern einfach was ihr auch über Halloween jetzt gebastelt habt, würde ich mich sehr über Inspiration freuen, weil ich möchte ja auch noch ein bisschen was machen. Dann kann ich mir so ein bisschen noch was abschauen. So, und jetzt sage ich aber wirklich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!